Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier bei Farenthal, Feendal heißt er, genau. Der hier gerade ein Süppchen kocht. Er könnte uns eigentlich trainieren. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Ja, genau, wir müssen Camilla den Brief geben. Also gut. Und das ist so die Quest von ihm quasi. Wir sollen ihm ein bisschen helfen, einen Brief überreichen. Ja, das haben wir gelesen, das Bestiarium. Das klauen wir natürlich Flusswald nicht. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Das haben wir alles schon gelesen. Und deswegen wird es jetzt Zeit, mal hier Flusslauf weiter zu erkunden. Hier gibt es eine Schönheit, die im ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Okay, wer ist das? Ihr geht jetzt besser. Okay. Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum der uns hier rauszitiert. Wir haben da nichts geklaut oder sowas. Naja, komische Sache. Auf jeden Fall, Feendal ist derjenige, der uns im Bogenschießen unterrichten könnte. Der Schießkunst. Aber nichtsdestotrotz, uns fehlt einfach das Gold dazu. Und ja, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo wir hier am besten langlaufen. Dann ist es immer blöd, von hinten irgendwie an so eine Stadt ranzulaufen. Dann lieber hier vorne beim Haupteingang rein. So, zack, aber... Ja, nee, eigentlich können wir das wieder wegstecken. Ich glaube jetzt nicht, dass hier die Schnelle irgendwas auftaucht. Und dann erkunden wir einfach mal Flusslauf. Oh, schön, wie das hier aussieht. Eine Wassermühle, beziehungsweise ein Wasserrad. Ist das eine Mühle? Keine Ahnung. Das ist eine Säge, okay. Das heißt, wir benutzen Holzstapel. Okay, Hauptsache erstmal einen Baumstamm hier genommen oder was? Und zersägt oder wie? Das ist ja mal interessant. Okay, da drüben ist ein Hebel, den können wir benutzen. Ja Leute, einfach mal überall dran rumspielen, das ist doch so eine geile Sache. Das macht man doch gern, oder? Okay, die Säge funktioniert. Na, angetrieben von dem Wasserrad, finde ich eine tolle Sache, dass das so gut funktioniert. Ah, angetrieben. Er wird nach vorne geschoben. Wow, das sieht schon mal gut aus. Da stellt sich nur die Frage, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das fällt dann hier runter. Können wir denn hier irgendwas bauen, oder wie? Das mal wieder zurück. Okay. Das ist in seiner Ausgangsposition. Na gut, okay. Wir könnten also hier ja den da mitnehmen. Aber für was? Leute, für was? Benutzen Schleifstein, okay. Ah, benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Okay, das ist soweit schon mal eine geile Sache. Finde ich persönlich zumindest mal. Und jetzt können wir uns hier aussuchen, was wir verbessern wollen. Ich meine, das Eisenschwert benutzen wir ja ziemlich oft. Vielleicht macht das ja Sinn. Ja, herstellen, ja. Dir fehlen die erforderlichen Teile, um diesen Gegenstand zu verbessern. Ja, was brauchen wir denn dafür? Erfordert Eisenbahn. Ach so, okay. Das steht ja dann noch da. Gut, wir haben keinen Eisenbarren, also können wir das nicht machen. Ist sehr, sehr schade, aber den bekommen wir vielleicht auch noch irgendwo her. Das hätte ich mal alles mitgenommen. Ich hoffe nur nicht, dass das... Ups, braucht man eigentlich gar nicht. Dass uns jetzt irgendwie jemand dabei sieht, beziehungsweise uns dann böse gesinnt ist, wenn wir hier alles mitnehmen einfach. Na gut, aber wir erkunden jetzt trotzdem erst einmal Flusslauf, also das kleine Städtchen hier, Dorf. Ich glaube, Dorf ist wohl eher, denn hier ist unser Questziel. Ja, müssen wir zunächst mal hin. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, können wir irgendwie einstellen... Quests. So, vor dem Sturm. Verschiedenes. Das tun wir mal... Das ist die Hauptquest, die tun wir jetzt erst einmal abwählen quasi. Und wir begeben uns zur Nebenquest. Optional. Erzähle Sven von Feindals Brief. Bringe Feindals Brief zu Camilla. Dritte kaiserlichen Armee bei. Okay, optional. Erzähle Sven von Feindals Brief. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo müssen wir da genau hin. Ich sehe hier auch gar nichts offen.
auf der Karte. Jetzt kann ich die Markierung, würde ich auch gerne entfernen. Die würde ich gerne entfernen, Leute. Ich weiß noch nicht wie. Ja gut, okay, dann müssen wir es halt dran lassen. Ich meine, wenn mir das einer von euch sagen kann, wie man das dann rausmachen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Trotzdem, ich mache jetzt erst einmal wieder das hier rein, damit ich weiß, wo wir erstmal nicht hingehen. Wobei, eigentlich können wir auch erstmal hier reingehen, Leute. Ein bisschen Hauptquest machen, nochmal kurzzeitig bei Alvor und Sigrids Haus. Bevor wir uns in der Stadt umsehen. Ich meine, es ist Nacht, hallo. Gut, unhöflich genug hier drin zu sein, aber gut. Ist ja, wie dem auch sei. Mit ihm müssen wir reden. Wir reden erstmal mit Hadvar. Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Genau. Ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten? Ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Wer waren die anderen Gefangenen? Ja, ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Ja, das ist tatsächlich schon eine seltsame Begebenheit, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass er gekommen ist, sonst wären wir nämlich auch hinüber gewesen. Aber was das Ganze mit Ulfric zu tun hat, mit Ulfric und den Sturmmänteln, das werden wir wohl erst noch rausfinden müssen. Wenn es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Zusammenhang zwischen Ulfric und den Drachen, sondern eher zwischen uns und den Drachen. Ich weiß es nicht. Alles nur Spekulation, wir werden es herausfinden. Wer waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht. Das waren Ulfrics Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Okay. Ist er irgendwie ein Verräter oder ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse? Ist er irgendwie ein Verräter? Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Okay, Ulfric möchte also der Großkönig von Himmelsrand werden. Das ist ja sehr, sehr schön. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Okay, interessante Sache, das definitiv. Ja, wer waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. So, ist er irgendwie ein Verräter? Ich möchte einfach nochmal kurz durchgehen, weil diese Frage hier möchte ich nämlich auch noch stellen. Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen. Aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen, aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Ja, okay. Ich wollte einfach nur noch mal schauen, wie sie die ganzen Leute halt Ulfric und die Sturmmäntel gefangen haben. Also Ulfric besser gesagt gefangen haben. Also ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten? Natürlich. Ich weiß. Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man unbedingt der kaiserlichen Armee beitreten? Ist es denn wirklich so, dass die kaiserliche Armee so gut ist und Ulfric und seine Sturmmäntel so böse sind? Diese Sturmmäntel, ist Ulfric einfach nur ein Rebell? Ich weiß es nicht, ich kenne nicht so viel von der Story. Also noch nicht, das werden wir alles erst rausfinden müssen. Also ich bin nicht ganz so angetan davon, irgendeiner kaiserlichen Armee beizutreten, ohne irgendwelche weiteren Informationen.
Okay, was haben wir denn hier noch? Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Oder General Tullius hat meine Hinrichtung befohlen? Warum sollte ich ihm helfen? Genau, eher Letzteres. General Tullius hat meine Hinrichtung befohlen. Warum sollte ich ihm helfen wollen? Ich kann euch nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr hättet gar nicht auf dem Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist. Naja, trotzdem, ich meine, auch wenn wir da nicht drauf sein sollten, wieso wurden wir denn dann einfach gefangen genommen und mitgenommen? Das ist irgendwo ein Widerspruch in sich. Wir sagen ihm einfach, wir sind einfach mal ehrlich, ich muss darüber nachdenken, weil das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt machen. Und vielleicht gibt es ja wirklich einen Grund dafür, dass sie mich einfach auf den Wagen mitgenommen haben, weil sie wirklich gedacht haben, ich gehöre zu den Rebellen, keine Ahnung. Also, ich muss darüber nachdenken. Natürlich, das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. Ja, das hoffe ich doch. Halt wahr. Okay, was haben wir noch? Das ist die Sigrid. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Nee, keine Angst. Du bist ja mit dem... Och, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Okay, also du bist auf jeden Fall vergeben mit dem Mann, der hier auch haust. Was denkt ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Okay. Okay, mehr hat sie nicht gesagt. Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Also gut. Na gut. Was haben wir denn hier? Holzkohle, Kochtopf, wir können kochen. Okay, kochen. In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du in Kanz Himmelsrand findest. Ja, sehr gut. Geile Sache. Und zwar... Was elsewhere von die Magica regeneriert sich 720 Sekunden lang. Ach so, ja, okay. Alles, was quasi hell ist, können wir machen. Alles, was auch ausgegraut ist, das funktioniert einfach nicht. So, Wert 4. Stellt 5 Gesundheitspunkte wieder her. Stellt 5 Gesundheitspunkte wieder her. Stellt 10 Gesundheitspunkte wieder her. Okay, dann machen wir, glaube ich, die Kartoffelsuppe. Ja. Ja. Okay, muss man das jetzt alles einzeln herstellen? Okay, eine Kaninchenkeule können wir immer noch herstellen. Ich meine, das ist alles Essen, was wir für unsere Gesundheit brauchen. Und so wie es aussieht, geht es wohl nicht einfach so wieder zurück bzw. nach oben. Was irgendwo ja auch Sinn macht. Also das finde ich schon mal sehr interessant. Wenn es wirklich so ist, geht alles hier noch zu entdecken. Dort, das scheint wohl die Tochter von den beiden zu sein, vom Alvor und der Sigrid. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja, natürlich sind wir in Ordnung. Also, wir werden dich jetzt hier nicht entführen und umbringen oder sonst welche Spielchen mit dir machen. Um Himmels Willen. Okay, bevor wir hier... Nee. Ich nehme das nicht einfach. Aber vielleicht reden wir doch erst einmal mit dem Alvor. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ah, das kann ich mir vorstellen. Ist ja schon ziemlich abgelegen und ziemlich klein. Was denkt ihr über den Krieg? Oder nee, wir fangen einfach mal bei Flusswald an. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Na okay, das klingt ja schon mal ganz gut, ne? Darf ich denn eure Schmiede benutzen? Kein Problem. Wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ja, okay. Dankeschön. Was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert?
Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Naja, klar, mag ja schon sein, aber... Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden rausfinden, was da alles vor sich geht. Warum dürfen die Dalmor die Anbeter von Dalos verhaften? Was natürlich tatsächlich eine interessante Frage ist. Vor allem, wer ist dieser Dalos? Ist das jetzt irgendwie so ein böser Magier oder irgendeine böse Gottheit? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Natürlich. Nehmt euch, was ihr braucht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Alvor, was... Ja, okay, tut mir leid, mein Junge, aber ich muss dir gerade mal alles wegnehmen, was du hast, weil es bringt mir ja nicht wirklich irgendwas. Oh, jetzt haben wir vielleicht sogar noch Kleidung weggenommen. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Okay, dann schieß mal los, Kumpel. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay, das klingt mal nach tatsächlich einer interessanten Aufgabe. Das heißt, unser nächstes Ziel, zumindest was die Hauptquest angeht, ist Weißlauf. Das sind schöne Städtenamen. Ich glaube, auf Englisch hören die sich besser an. Ich weiß gar nicht, wir können hier vorne dann nochmal auf dieses Schild gucken, auf diesen Wegweiser, den es gab, bevor wir in diese Stadt reingegangen sind. So, was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Okay. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Okay, wer ist Elisif? Ich vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Ja, das kann natürlich nicht Sinn sein von dem Ganzen, was hier geschieht. Deswegen gilt es, das glaube ich, zu verhindern. Also Elisif noch jemand, der von Ulfric, ja, so ein bisschen verfolgt wird. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, sehr interessant. So, habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Ich glaube nicht, dass er nochmal... Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht, im angemessenen Rahmen. Oh, okay. Okay, das hättest du ja mal vorher sagen können, Kumpel. Vor allem, was ist bei dir ein angemessener Rahmen? Nun, ich sollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, mach das. Aber lass... Achso, dann geht er einfach mal zur Tür raus, bricht den Dialog ab. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zu voll. Ich stell dich gerade mal fest. So, was haben wir denn... Habt ihr euch verlaufen? Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Den Eisendolch, den lassen wir hier. Und ja, junge Dame, wir haben einen Drachen gesehen. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja, du erzählst also auch nichts. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Okay.
Weißlauf und seine Frauen von Michael dem Barden. Willkommen, der Herr, zu diesem unentbehrlichen Führer. Auf diesen Seiten werde ich, Ihr ergebenster Autor und Führer, Ihnen die großartige Stadt Weißlauf näherbringen, das Juwel des Nordens. Weißlauf bietet einem Mann auf der Suche nach Abenteuern, Reichtum und Geselligkeit viele Attraktionen. Ganz gleich, ob nur für eine Nacht oder für ein ganzes Leben. Die Stadt hat nichts, nur eine Sonne. Die Stadt hat nicht nur eine, sondern zwei lohnenswerte Tavernen zu bieten und Mädchen und Damen gibt es hier in Hülle und Fülle. Die Stadt liegt im Herzen von Himmelsrand, was den Vorteil hat, dass man überall schnell hinkommt. Hoch oben auf der Spitze eines felsigen Bergs gelegen, überragt Weißlauf die umliegenden, grasbedeckten Ebenen. Hohe Holzzäune schützen ihre Bewohner vor Wölfen, Mammuts, Banditen und anderen Gefahren, die außerhalb der Stadt lauern. Wenn ihr die Stadt durch das Haupttor betretet, landet ihr im Tieflandbezirk. Er wird so genannt, weil er der am niedrigsten gelegene der drei Stadtbezirke ist. Ah, aber hier befindet sich die beflaggte Meere, die für mich zu den wunderbarsten Tavernen in ganz Himmelsrand zählt. Das Interieur ist ziemlich anziehend, wenn man einen geübten Blick für das schönere Geschlecht hat. Hinter der Bar steht ein kräftiges Mädel namens Hulda. Lasst euch durch das kühle nordische Äußere nicht täuschen. Sie ist von der gleichen feurigen Leidenschaft besessen, die alle Nordfrauen so verzweifelt zu verstecken versuchen. Saadia, die Gellnerin, ist eine exotische rotwadonische Schönheit. Sie ist sehr geheimnisvoll. Und euer ergebenster Autor ist wild entschlossen, ihr ihre Geheimnisse zu entlocken. Vor der beflaggten Meere liegt ein kleiner Marktplatz und hier ist der Ort, an dem ich die wahre Liebe gefunden habe. Obwohl ich nie einen anderen Jagdhund von der Jagd abhalten würde. Denn warum sollte ich sonst diese Bände schreiben, wenn es mir nicht darum ginge, gerade in dieser Hinsicht meinen Ratschlag anzubieten? Muss ich euch bitten, mir diesen Eingefallen zu tun? Sie heißt Carlotta Valencia und ist eine umwerfende Schönheit, die sich tagsüber ihr karges Einkommen mit dem Verkauf von Brot, Obst und Gemüse verdient. Bei den Göttern, eines Tages wird diese temperamentvolle Schönheit mein sein. Und natürlich finden sich auch andere Dienstleistungen im Tieflandbezirk. Bellathors Gemischtwaren bietet dem abenteuerlustigen Reisenden Kleidung verschiedener Art und Arcadias Kupferkessel hat alle Mittel und Kräuter im Angebot, die man in einem Trankmischerladen erwartet. Arcadia selbst ist eine liebenswürdige Person. Ich besuche sie oft, um ein wenig zu schwatzen, da sie auch eine kaiserliche fernab der Heimat ist. Sie ist jedoch etwas zu alt für meinen Geschmack. Ein Gentleman reiferen Alters könnte in ihr eine würdige Gefährtin finden. Solltet ihr eure Klinge schärfen oder eure Rüstung ausbessern lassen wollen, bietet die Kriegsjungfer Schmiededienste ganz in der Nähe des Haupttores an. Die Schmiedin ist eine hübsche Nord namens Adrian Avenici. Sie ist jedoch mit einem großen, brutalen Kerl namens Ulfbert Kriegsbär verheiratet. Adriane ist ziemlich hübsch, aber ich würde nur ungern mit der scharfen Schneide der Kriegsaxt ihres Mannes Bekanntschaft machen wollen. Wenn verheiratete Damen eure Lieblingsbeute sind, dann hört zu, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. In der Nähe der Schmiede befindet sich der trunkene Jägersmann. Hier treffen sich die etwas betuchteren Gentlemen, um gemeinsam ein Glas zu heben und Gerüchte aus aller Welt auszutauschen. Wenn ihr auf eine etwas gepflegtere Gesellschaft Wert legt, während ihr euren guten Wein genießt, werdet ihr euch hier zu Hause fühlen. Über den Windbezirk habe ich nur wenig zu sagen. Die meisten Gebäude auf der zweiten Ebene der Stadt sind Wohnhäuser, obwohl es auch einen Tempel von Kynaret und Jorvaskr gibt und die Methalle der Gefährten sich hier befindet. In der Methalle gibt es ein paar faszinierende Aussichten, falls ihr starke und furchtlose Kriegerin bevorzugt. Beim Tempel werdet ihr jedoch nur wenig Beute finden. Die Priesterin Danikardaina Quelle interessiert sich fast ausschließlich für spirituelle Belange. Als letztes kommen wir nun zum Wolkenbezirk, dem Sitz des Jarlschlosses. Ich hatte einige lustige Abenteuer innerhalb der Mauern von Drachenfeste, das kann ich euch sagen. Diese Wehrmädchen lassen sich leicht von einem wortgewandten Kaiserlichen beeindrucken. Schließlich sind die Nächte im Himmelsrand ziemlich kalt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich möchte nicht leugnen, dass ich ein- oder zweimal das Stadtgefängnis von innen gesehen habe, das sich in den unteren Ebenen des Palastes befindet. Versucht dem Jarl und seinem Hofstaat tunlichst aus dem Weg zu gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie weder Spaß verstehen, noch die kaiserliche Kultur wertschätzen. Abgesehen davon sind sie alle reiche Männer und damit eure größte Konkurrenz. Die Nord sind im Grunde einfache Leute und lassen sich nur zu leicht von ödler Kleidung und einem Geldbeutel voller Septime beeinflussen. Nun möchte ich dieses Werk beenden und euch viel Erfolg bei der Jagd nach Frauen und Wein wünschen. Nehmt euch einen Moment in euren Schwelgereien und denkt an mich, euren ergebensten Autor und die Risiken, die ich eingegangen bin, um euch diesen höchst ausführlichen Bericht zu liefern, der alle Dinge von Interesse für den anspruchsvollen Gentleman in der großartigen Stadt Weißlauf abdeckt. Ach, aber ich werde nicht lügen und behaupten, dass es nur beschwerlich war. Wer möchte denn allein in einem kalten und harten Land wie diesem schlafen? Ich nicht.
Okay, so viel dazu. Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich sein Lehrling. Okay, das ist ja schön, dass du uns das sagst. Wir durchsuchen mal die Truhe. Oh, das Gold darf man nehmen, aber den Rest nicht. Zaubertrank des Volltreffers, Eisenrüstung darf man nicht nehmen. Dabei wird es uns ordentlich was bringen und die Silberringe darf man auch nicht nehmen. Ziemlich schade, aber er hat ja gesagt, ne? Nichts weiter, was jetzt so... Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Gott, jetzt ist es natürlich hier so voll gebergt, dass wir nicht mal wirklich richtig laufen können. Okay, da ist nichts. Den Kessel, den wollen wir auch nicht nehmen. Okay, also der nächste Weg führt mich definitiv irgendwo hin, wo Papa wir... Papa sagt, dass ich noch nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich eine Menge Hufeisen und Schuhnägel her. Ja, ist ja gut, junge Dame. Der nächste Weg führt uns zu einem Händler. Fühlt euch nie zu Hause. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Okay, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Für sagst du uns was anderes? Folgt einfach der Straße nach Norden. Biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen. Aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Ah, okay, interessant. Interessant. Fühlt wohl. Nehmen Eisenpanschur. Eiserpanzerhandschuhe, so rum. Bringt die uns überhaupt irgendwas? Bekleidung, was haben wir denn jetzt im Moment? Rüstung, Pelzschild. Wir haben gar keine Handschuhe, kann das sein? Leichter Helm, leichte Stiefel, leichte Rüstung, leichte Armschienen. Was sind das, die Armschienen? Wert 15, Gewicht in Rüstung 7. Okay, wir nehmen sie einfach mal mit. Alva und ich, wir haben eine Tochter. So, und dann nochmal Bekleidung. Bekleidung, Eisen, Panzer, Handschuhe. Natürlich können wir sie anziehen. Achso, die geisterlichen Armen, die geisterlichen Armen, ja, nee. Die geisterliche leichte Armschiene, das ist die also das, was Dorte. Wir austauschen, so gesehen, ne? Okay, da, das ist leer, das Fass. Die Schuhe, ja, die bringen uns auch nichts. Die haben keine Rüstung, kein gar nichts. Pferdefell, Stroh und ein Wolfspelz. Ja, alles mitnehmen. Das muss einfach, Habt das muss. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Nee, wir stellen hier nichts. Zaubertrank des Waffenschmieds. Ah, oh, jetzt schiebt ihr uns hier weg. Und na, ja, immer noch, wir Papa haben... Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Okay, die Pfeile dürfen wir nehmen. Da bin ich auch ganz froh drum, denn ich weiß nicht, wie man Pfeile herstellt. Aber gut, Leute, während wir hier vor das Haus marschieren, rauslaufen quasi, ja, du trägst so viel und kannst nicht rennen, genau das ist das Problem. Da werden wir uns Wie aber erst das nächste Mal drum kümmern. Einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Ja, da hast du recht. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Klar. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen, das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Ja, werden wir dann machen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal vor die Tür. Aber gut, Leute, an dieser Stelle beenden wir auch diesen Bart, denn ja, der hat schon ordentlich Überlänge. Was aber nichts machen soll. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann, Leute. Tschüss.